Diesen Morgen werde ich so leicht nicht vergessen. Ich zählte die Männer, die in den Yard zurückkamen. Sie waren genauso übermüdet wie ich. Wir alle hatten wochenlang kaum geschlafen. Wieder hatte er uns eine Nacht in Atem gehalten. Er, der Frauenmörder. Wieder waren wir erfolglos zurückgekehrt. Ohne die geringste Spur. Deshalb kam es für uns auch nicht überraschend, dass der Chefinspektor uns im Konferenzzimmer zusammengerufen hatte. Naja. Muss das Fenster unbedingt offen sein, Gregson? Dann machen Sie es doch zu, wenn Sie unbedingt wollen. Es genügt doch schon, wenn wir bei diesen Temperaturen nachts Gefahr laufen, uns die Grippe zu holen. Meine Herren, der Chefinspektor. Ist das stickig hier drin? Nehmen Sie bitte Platz. Meine Herren, wenn Sie wissen wollen, wie fähig Sie sind, dann lesen Sie einen billigen Kriminalroman, der Ihre Fähigkeiten gebührend herausstreicht. Aber lesen Sie um Himmels Willen keine Tageszeitung. Sonst könnten Sie nämlich Minderwertigkeitskomplexe bekommen. Sie wissen alle, was ich meine. Wir werden mit den abscheulichsten Verbrechen konfrontiert seit den Untaten von Jack O'Brien. Und am Anfang glaubten einige von Ihnen, diesen Fall zu lösen wäre ein Kinderspiel. Aber leider haben Sie sich revidieren müssen. Sehen Sie? Hier, hier und hier. Jedes der roten Fähnchen über die ganze Stadt verteilt, steht für eine Frau, die umgebracht wurde. Ein Frauenschreck. Ein brutaler Frauenmörder. Hier handelt es sich nicht um gewöhnliche Verbrechen. Sie sind das Werk eines Wahnsinnigen, der erst mordet und später sein Opfer verstümmelt. Er trennt einen Finger ab und nimmt ihn mit. Wahrscheinlich als makabres Andenken an seine Untat. Drei Frauen sind ihm bis jetzt zum Opfer gefallen. Und sie haben mir nicht eine einzige Spur geliefert. Nicht den geringsten Hinweis. Sie sitzen hier und warten auf die Nachricht, dass die vierte getötet worden ist. Sitzen da mit verschränkten Armen. Leider brauchten wir auf diese Nachricht nicht lange zu warten. Es geschah in Lambeth. Eine junge Frau war auf dem Heimweg. Plötzlich sah sie etwas und blieb stehen. Aber es war ein Polizist, der ihr anbot, sie nach Hause zu begleiten. Er sah sie noch die Stufen zu der Kellerwohnung hinuntergehen. Was dann geschah, können wir nur vermuten. Ich überwand meinen Stolz und ging zu dem Mann, der uns schon so oft geholfen hatte. Mr. Sherlock Holmes. Gemeinsam suchten wir das Leichenschauhaus auf. Das wäre die vierte, Inspektor. Vier wehrlose Frauen wurden mitten in London umgebracht. Und jeder von Ihnen wurde der rechte Zeigefinger abgehackt. Nicht abgehackt, Inspektor Gregson. Er wurde mit größter Sorgfalt abgetrennt von einem sehr geschickten Chirurgen. Unsere einzige Spur. Sie ist ungefähr so alt wie meine Nichte Alice. Gibt es keine Möglichkeit, ihn zu fassen, Mr. Holmes? Doch. Irgendeine gibt es bestimmt. Und wir werden sie finden. Das verspreche ich. Das verspreche ich. Ich möchte Ihnen ja gern glauben, aber was können wir tun? Wir kommen nicht weiter, solange wir das Motiv nicht kennen. Jedenfalls wissen wir, was nicht sein Motiv ist. Weder Raub, noch Eifersucht und ebenso wenig Rache. Weil keine Verbindung zwischen den einzelnen Opfern bestand. Wir kriegen ihn schon, Inspektor. Entschuldigen Sie, Mr. Holmes. Ich habe schon viele Verbrechen gesehen, ohne dass Sie mich gleich umgeworfen haben. Aber Sie ist doch noch ein halbes Kind. Ja, es ist furchtbar. Kommen Sie. Guten Abend, Mr. Holmes. Guten Abend, Vincent. Ein Whisky mit Soda, bitte. Und einen doppelten für meinen Freund, Inspektor Gregson. Sehr wohl, Sir. Für mich einen schottischen. Es ist wirklich sehr nett von Ihnen, Mr. Holmes, dass Sie mir helfen wollen. Es ist meine Ehre, mit Ihnen zusammenzuarbeiten, Inspektor. Mir fehlt die Erfahrung, um einen Wahnsinnigen zu jagen.
der aus Freude an der Tat mordet. Oder um unbedingt zu Frauenfingern zu kommen. In allen vier Fällen hätte der Mörder gefasst werden können, während er sich an den Fingern zu schaffen machte. Warum tut er das? Wer weiß. Sicher äußert sich sein Wahnsinn so. Vielleicht ist auch Methode in seinem Wahnsinn. Wenn man nur wüsste, was er damit beabsichtigt. Wenn. Jedenfalls ist mir in England etwas Derartiges noch nicht vorgekommen. Hm? Ah, danke. Die können Sie behalten, Mr. Holmes. Vielen Dank. Oh, Sir George Fennigan, nicht wahr? Ja. Sicher seine Tochter, die bei ihm ist. Seien Sie nicht so naiv, Inspektor. Sie kennen aber auch jeden in London, George. Nun ja, nicht ganz. Sie kannte ich vor einer Woche noch nicht. Eine Woche. Wie schnell die vergangen ist. Ich sammle diese Dinge. Das überrascht mich bei Ihnen. Wollen wir gehen? Ja. Was gucken Sie denn so, Mr. Holmes? Ich sehe einer sehr hübschen Frau nach. Aber ich weiß nicht, sie scheint mir nicht recht in die Gesellschaft von Sir George zu passen. Sie kommen doch noch ein Stündchen mit zu mir, nicht? Oh, eine wunderbare Idee. Ach. Wo mag sie mit George Fennigan hingehen? Fragen Sie nicht so naiv, Mr. Holmes. Guten Abend, Madam. Guten Abend, Mary. Hat jemand angerufen? Nein, Madam. Danke. Bringen Sie uns etwas zu trinken nach Ihrem berühmten Rezept. Ja, Madam. Aber das könnte ich doch. Mary ist Fachmann und sie macht es gern. Ja, Madam. Sie glauben gar nicht, was sie alles kann. Oh, mein Kompliment, Lydia. Es ist entzückend hier. Ja, gefällt's Ihnen? Mhm. Das freut mich. Nehmen Sie Platz. Sie überlegen noch? Na, hören Sie, was für eine Frage. Da brauche ich nicht lange zu überlegen. Besonders nicht bei Ihnen. Sie erwarten doch wohl nicht, dass ich Ihnen das glaube. Nicht ganz so ernst, Lydia. Gut, wir beide sind schließlich erwachsen, nicht wahr? Allerdings. Danke, nett von Ihnen. Und machen Sie bitte die Lampen auf dem Kamin aus. Ich liebe gedämpftes Licht. Jedes Licht unterstreicht nur noch. Wirklich? Ich glaube, Sie wissen das auch. Vielleicht haben Sie recht. Mary ist schon lange bei mir. Sie werden es kaum glauben, aber sie ist sehr romantisch. Sie liebt verträumte Musik und denkt, dass wir... Aber so Unrecht hat sie eigentlich nicht. Finden Sie? Nun ja, sie ist einschmeichelnd und beruhigend. Ja. Dann wollen wir die Ruhe einen Augenblick genießen. Nicht lange, weil mich die Musik sonst ermüdet. Sie würden sich so etwas wahrscheinlich nicht vorspielen. Möglich. Zumindest ist es schon lange her. Mit diesen Blumen vertreibe ich mir gern die Zeit. Ich stoße sie an und sie schwimmen umher. Erst diese, dann diese. Sie sind wie Boote, die niemals ein richtiges Land sehen. Nur ein Land schöner Träume. Sehen Sie.
Sehen Sie, ist es nicht herrlich, wie das Licht reflektiert wird? Kleine Funken von Licht, sie bewegen sich und bewegen sich. Wie Sterne auf einem langsam dahinfließenden Strom. Wissen Sie, Holmes, ich reagiere sehr auf Stimmungen. So. Als wir diesen Raum betraten, habe ich gleich gespürt, dass hier ein Verbrechen verübt wurde. Beneidenswertes Talent, mein Lieber. Allerdings wurde die junge Frau nicht hier, sondern bei der Treppe umgebracht. Wenn ich es nur finden könnte. Was denn? Etwas, was alle bisherigen Opfer gemeinsam haben. Was uns auf das Motiv bringen könnte. Es muss da etwas geben. Einer, der aus Wahnsinn mordet, wie Jack O'Brien. Nein, Watson. Im Fall Jack O'Brien gab es einen gemeinsamen Punkt. Seine Opfer gehörten einer Gesellschaftsschicht an und wohnten im selben Stadtviertel. In unserem Fall sucht sich der Täter seine Opfer aus allen Gesellschaftsschichten und aus den verschiedensten Stadtvierteln. Nein, mein Freund, das hier ist bestimmt nicht das Werk eines Wahnsinnigen. Hier muss etwas viel Schlimmeres dahinter stecken. Nun hören Sie aber auf, ich kriege schon eine Gänsehaut. Watson? Ich bin überzeugt, diesen Taten liegt ein teuflischer Plan zugrunde. Ein Plan, der unser Vorstellungsvermögen übersteigt. Mag sein, aber diese Verstümmelungen. Die Antwort auf diese Frage ist unsere einzige Chance, das Geheimnis zu lösen. Liebe Schwester, ich bin richtig froh. Der Urlaub in Brighton hat mir gut getan. Vielen Dank dafür. Ich hoffe, wir können bald wieder zusammen sein. Armes Ding. Es schnürt einem die Kehle zu, wenn man daran denkt. Ich stelle mir vor, wie sie hier an diesem Tisch den Brief geschrieben hat. Und bestimmt nicht daran dachte, dass sie schon so bald sterben würde. Nanu? Gregson? Ach, hier sind Sie ja, Mr. Holmes. Ich habe Sie überall gesucht. Was ist passiert? Ein Mord in der Edgeware Road vor einer knappen Stunde. Eine Frau? Ja, und die rechte Hand wieder genauso verstümmelt. Einer jungen Frau in der Edgeware Road gefunden. Bitte, danke. Bitte sehr. Danke. Entsetzlicher Mord an einer jungen Frau. Die Morgenausgabe. Danke, bitte. Junge Frau ermordet aufgefunden. Entsetzliche Bluttat in der Edgeware Road. Einzelheiten in der Morgenausgabe. Danke. Bitte sehr. Ja, bitte sehr. Der vierte Frauenmord in kurzer Zeit. Alle Einzelheiten in der Morgenausgabe. Polizei tappt im Dunkeln. Junge Frau ermordet aufgefunden. Die Morgenausgabe. Madam, stellen Sie sich vor, schon wieder ein Mord. Ja, ja, es ist fürchterlich. Schrecklich, Madam. Es kommt noch so weit, dass man sich nicht mal mehr im Haus sicher fühlt. Oh Gott. Aber Sir George... Ich muss sofort Miss Marlowe sprechen. Aber Sie können doch nicht... Es muss sein. Wo ist sie? Aber George, was haben Sie? Was ist passiert? Ich weiß es nicht. Sie müssen mir helfen. Ich brauche Ihre Hilfe. Ja, was ist denn geschehen? Hören Sie zu. Vor einer Viertelstunde bin ich aufgewacht. In einer billigen Absteige. In der Edgeware Road. Ich habe keine Ahnung, wie ich dahin gekommen bin. Ich erinnere mich nur noch, dass ich hier bei Ihnen war. Beruhigen Sie sich doch, George. Wann habe ich mich verabschiedet? Es war ungefähr so gegen... Es war 10.45 Uhr, Madam. Das weiß ich genau. Sie schienen mir, entschuldigen Sie, etwas niedergeschlagen. Zerstreut, weit weg. Ich fürchtete schon, ich hätte Sie irgendwie gekränkt. Ich erinnere mich nicht mehr. An gar nichts. Sagen Sie, ist Ihnen das schon früher passiert? Früher? Ja, es gibt doch Fälle von Gedächtnisschwund. Es war also 10.45 Uhr, als ich sie verließ. Und um 9 Uhr früh wurde ich wach. Mehr als 10 Stunden ohne Erinnerung.
10 Stunden, von denen ich nichts mehr weiß. Und als ich wach wurde, fand ich in meiner Tasche. Hier, in meiner Tasche. Nein, das ist doch nicht... Ach wo, das ist nicht ihretwegen. Bestimmt nicht. Entschuldigen Sie, Madame. Nebenan ist jemand, der den Herrn dringend sprechen möchte. Schicken Sie ihn fort. Gut, Madame. Nein, nein. Bitte nicht, Lydia. Ich will ihn sprechen. Bitte. Ja, ein reizvoller Raum. Weiters hübscher als der, in dem Sie heute Morgen aufgewacht sind. Sie sind mir hierher gefolgt? Ja. Sind Sie ein Detektiv? Oh nein. Ganz im Gegenteil. Sie brauchen keine Angst zu haben, Sir George. Sie kennen meinen Namen? Oh ja. Ein sehr alter und hochgeschätzter Name. Und obendrein sind Sie der Letzte Ihres Namens. Und außerdem ein reicher Mann. Da dachte ich mir, Sie würden es vorziehen, diesen Gegenstand wiederzubekommen. Bevor er womöglich in die Hände der Polizei fällt. Er gehört doch Ihnen, wenn ich mich nicht irre. Ihre Initialen, GF. Wo haben Sie es gefunden? Sie haben es heute Nacht verloren. Ich habe es zufällig gesehen. Sie haben es nicht bemerkt. Sie waren sehr beschäftigt. Sie beugten sich über die Leiche einer jungen Frau. Mit einem Messer. Danach haben Sie etwas in Ihre Tasche gesteckt. Kommen Sie schon, Holmes, kommen Sie, beeilen Sie sich. Wie oft soll ich es Ihnen denn noch sagen? Diese Forellen, sie sind köstlich, von dem Obstkuchen ganz zu schweigen. Reizt Sie das nicht? Sie denken immer nur ans Essen. Warum auch nicht? Fisch regt den Geist an. Meiner scheint eingerostet zu sein. Begreifen Sie doch. Ein Tag, ein ganzer Tag und eine Nacht sind seit dem Mord in der Edgware Road vergangen. Und ich bin keinen Schritt weitergekommen. Sehen Sie mal, wir bekommen Besuch, wenn mich nicht alles täuscht. Mhm. Attraktiv. Sehr attraktiv. Die junge Dame scheint in aller Eile von zu Hause fortgefahren zu sein. Woran sehen Sie das? Sie trägt keine Handschuhe und außerdem ist sie nicht angezogen, als ob sie einen Besuch machen wollte. Aber sie hat einen Mantel mit und der offene Wagen... Außerdem hat sie irgendetwas in ihrer Handtasche, was sie mir zeigen möchte. Wie kommen Sie darauf? Weil die Tasche nicht zu ihrem Kostüm passt. Das heißt also, sie brauchte sie nicht wegen ihrer Form, sondern wegen der Größe, um irgendetwas mitnehmen zu können. Fantastisch, Holmes. Ich beobachte nur genau. Das ist ja sehr interessant. Was denn? Dort der Wagen, der gerade vor dem Haus gegenüber hält. Warum ist man ihr wohl gefolgt? Oh, das wissen Sie nicht. Geben Sie mir bitte das Fernglas. Bald werden wir mehr wissen. Ja, Mrs. Hudson? Hier ist eine junge Dame, Sir. Sie sagt, es wäre sehr dringend. Sie möchte reinkommen. Bitte treten Sie näher, Miss. Mr. Holmes? Ja, das ist mein Freund Dr. Watts. Guten Tag. Guten Tag. Mr. Holmes, ich... Bitte entschuldigen Sie meine Aufregung, aber... Wollen Sie sich nicht setzen? Kommen Sie. Darf ich? Es ist schon in Ordnung. Danke. Seien Sie ganz ruhig, Miss Fennigan. Hier haben Sie nichts zu befürchten. Sie kennen meinen Namen? Das war nicht schwer zu erraten. Ich habe Ihr Bild oft in den Zeitungen gesehen. Sie sind die Tochter von Sir George Fennigan? Ja, und ich komme meines Vaters wegen. Was ist mit Ihrem Vater, Miss Fennigan? Ich weiß nicht mehr, was ich machen soll. Er ist immer der ehrlichste und gütigste Mensch gewesen. Aber er hat sich verändert. Ja, davon haben wir schon gehört. Zuerst habe ich mir gar nichts dabei gedacht, als er vorgestern Abend noch einmal wegging. Aber dann kam er erst gestern gegen 18 Uhr wieder. Und er kam auch nicht zum Abendessen herunter.
Er blieb in seiner Bibliothek und ich hörte ihn auf und ab gehen stundenlang. Ich bat ihn, mich hineinzulassen, aber er wollte nicht. Ruhig, ruhig. Und was war später? Ich habe die ganze Nacht kein Auge zugetan. Und dann hörte ich plötzlich seltsame Geräusche. Geräusche? Was für Geräusche waren das? Ich hörte jemand durch den Garten gehen, unter meinem Fenster. Zuerst sah ich eine Gestalt, die Allee entlang ging. Aber dann erkannte ich meinen Vater. In seinem eigenen Garten schlich er umher wie ein Dieb. Er hatte einen Spaten in der Hand. Als er bei einem Busch angelangt war, fing er an zu graben. Am nächsten Morgen, ganz früh, bin ich in den Garten gegangen und fand das. Ein Finger. Der Finger einer Frau. Rufen Sie Scotland Yard an, Watson. Lassen Sie Inspektor Gregson bestellen. Er möchte sofort zu Sir George Fennigan fahren, in Kingston. Vermittlung? Geben Sie mir Scotland Yard, schnell. Wo ist mein Vater, Norris? In der Bibliothek, Miss. Wir möchten ihn sofort sprechen. Würden Sie mir bitte folgen? Ich habe Ihre Nachricht erhalten, Mr. Holmes. Gut, Gregson. Vater, darf ich reinkommen? Vater! Seltsam. Er antwortet nicht. Dürfen wir? Natürlich. Danke. Watson, schnell. Nein. Kommen Sie, kümmern Sie sich um Sie. Bitte kommen Sie, Miss Fennigan. Tot? Ja. Wodurch, Doktor? Schuss in den Rücken. Der Tod ist auf der Stelle eingetreten. Die Kugel hat zweifellos das Herz getroffen. Man sieht noch deutlich Spuren von Pulver. Das habe ich befürchtet. Was meinen Sie damit? Erinnern Sie sich an den Mann, der Miss Fennigan, Mr. Baker Street, gefolgt ist? Aber der saß doch im Wagen, als das geschah. Man kann mit Sicherheit annehmen, dass er jemanden beauftragt hat, den Mord auszuführen. Sir George wurde beseitigt, damit er mir nicht erzählen konnte, was er wusste. Was für eine Waffe, Doktor? Ein Revolver mit kleinem Kaliber. Man hat aus nächster Nähe geschossen, dem Einschuss nachzuurteilen. Der Mörder kam durch die Balkontür, nachdem er durch den Garten gegangen war. Sir George muss den Eindringling überrascht haben. Er ging auf ihn zu bis hierher. Was dann folgt, können wir nur vermuten. Aber wenn man an die Einschusswunde denkt, muss er dem Täter einen Augenblick den Rücken zugekehrt haben. Und bevor er sich umdrehen konnte, fühlte er einen Revolverlauf in seinem Rücken und der Mörder drückte ab. Und Sie meinen, er schleppte sich noch weiter, nachdem er getroffen war? Daran besteht kein Zweifel. Dort. Eine Blutspur. Führt zum Schreibtisch. Irgendetwas wollte Sir George noch holen. Irgendetwas. Vielleicht wollte er zum Telefon, um Hilfe zu holen. Das glaube ich nicht, Watson. Die Klingel für den Diener war viel näher. Nein, man sieht es hier an der Blutspur. Sir George ist direkt auf den Schreibtisch zugegangen. Ich möchte wissen, was er hier unter Aufbietung seiner letzten Kraft gesucht hat. Nanu, seine rechte Hand ist zusammengekrampft. Ist doch nichts Ungewöhnliches. Leichenstarre. Die linke Hand ist aber offen. Warum ist die eine Hand so unnatürlich verkrampft? Die rechte Hand, die am Schreibtisch liegt. Das bedeutet doch was. Sir George hat etwas aus seinem Schreibtisch genommen. Etwas, das so wichtig war, dass er seine letzte Kraft dafür aufgewendet hat. Ich muss wissen, was es ist. Das sind doch nur Streichhölzer, weiter nichts. Auch keine Spur. Da bin ich anderer Meinung. Ich halte sie für wichtig. Sie stammen aus dem Pembroke-Haus. Und was besagt das? Er war dort, das wissen Sie. Wir beide haben ihn gesehen. Ja, aber überlegen Sie mal, wie hat er sich gequält, um das Kärtchen zu erreichen? Es wäre sehr gut möglich, dass er jemanden auf das Pembroke-Haus hinweisen wollte. Dieser jemand sollte sich daran erinnern, dass er ihn dort gesehen hat. So wie wir, zusammen mit einer Frau. Ja, bitte. Ach, Dr. Watson, das hier wurde abgegeben für Mr. Holmes. Es ist noch keine 10 Minuten her. Danke, Mrs. Hudson. Sicher der Kontoauszug von Sir Georges Bank. Kontoauszug? Tatsächlich? Wissen Sie nicht mehr, dass seine Tochter sagte, er hätte sein Konto aufgelöst?
Ich habe das überprüfen lassen. Es ist so. Er hat alles abgehoben, was er besaß. 10.000 Pfund. Gestern. An dem Tag, an dem dieses junge Mädchen ermordet wurde. Was halten Sie also davon? Dass er es jemandem gegeben hat. Völlig richtig. Ein Fall, der verdammt nach Erpressung riecht, mein lieber Watson. Vielleicht gibt es einen Augenzeugen und er wollte sich dessen Schweigen erkaufen. Sir George hat niemanden ermordet. Aber er hatte den Finger der Frau. Und er hat eine große Summe abgehoben und an jemanden gezahlt. Das ist ja das Schlimme, wenn man erpresst wird, Watson. Das Opfer hat Angst, der Anschuldigung entgegenzutreten, auch wenn sie falsch ist. Und bleibt die Anschuldigung bestehen, ist sein Name beschmutzt und oft sein ganzes Leben ruiniert. Aber wenn Sir George diese Morde nicht begangen hat, wer dann? Ich glaube, sie sind nicht das Werk eines einzelnen Mannes. Na, hören Sie, Holmes, Sie wollen mir doch nicht weismachen, dass es sich in diesem Fall um eine ganze Bande handelt, die solche Verbrechen verübt. Warum nicht? Wäre schon möglich. Jedenfalls, wer auch immer der Täter ist, es muss ein Verrückter sein. Ganz im Gegenteil, mein lieber Watson. Wenn meine Vermutungen richtig sind, verbirgt sich hinter diesen furchtbaren Taten einer der brillantesten, aber grausamsten Verbrecher, den es je gab. Sie denken an Professor Moriarty. Allerdings. Ach, das ist eine fixe Idee von Ihnen. Seit 3 Monaten wollen Sie mir immer wieder die unaufgeklärten Fälle in die Schuhe schieben. Er ist tot, alter Junge. Wirklich? Natürlich, Sie wissen es doch. Er wurde in Montevideo gehängt. Ist fast ein Jahr her. Ich hörte, dass jemand in Montevideo gehängt wurde unter diesem Namen. Und ich gehe mit Ihnen jede Wette ein, Watson, dass dieser Moriarty noch lebt. Dass er hier ist. Zur Stunde in London. Hallo? Ja, Dr. Watson, einen Moment. Für mich? Hallo, ja? Dr. Watson im Apparat. Nein, nein, das tut mir leid, ich bedauere. Ich praktiziere nicht mehr. Was? Ach ja, natürlich, das ist was anderes. Ein dringender Fall, sagen Sie. Wo ist das bitte? Ja? Passen Sie auf, dass Sie sich nicht bewegt. Denken Sie daran. Unternehmen Sie nichts, bis ich komme. Ein Beinbruch, wahrscheinlich mit Komplikationen. Die Frau ist sehr schwer, 200 Pfund. Ach, dieser Staub. 200 Pfund. Wenn man so korpulent ist, dann steigt man nicht auf einen Hocker, um seinen Kanarienvogel zu füttern. Es müsste ein Gesetz geben, das Frauen mit solchem Gewicht verbietet, Vögel zu halten. Also dann, bis nachher. Ich habe diese Tasche nicht mehr benutzt, seit ich der kleinen Emilia Watson auf die Welt geholfen habe. Inzwischen ist sie gewachsen und ein eigensinniges kleines Biest geworden. Kein Wunder, wenn man Emilia heißt. Emilia. Ja. Professor Moriarty, ich möchte zwar nicht indiskret sein, aber welchem Umstand verdanke ich die Ehre Ihres Besuches? Scotland Yard würde das gern erfahren. Ich möchte betonen, dass es mir lieber wäre, wenn man mich weiterhin für tot halten würde. Dass Sie es nicht glauben, wusste ich ohnehin. Sehr schmeichelhaft. Mir ist inzwischen klar geworden, Mr. Holmes, dass es gewisse Vorteile mit sich bringt, wenn man die Gesetze einhält. Sie sind sehr komfortabel eingerichtet, wirklich. Sehen Sie, wenn man älter wird, steigert sich der Wunsch, komfortabel zu leben, mehr und mehr. Oh, wie unhöflich von mir. Setzen Sie sich doch. Danke. Also, Professor Moriarty, was kann ich für Sie tun? Alles, was ich Ihnen zu sagen hätte, ist Ihnen wahrscheinlich schon durch den Kopf gegangen. Und meine Antwort ist sicher schon durch Ihren gegangen. Ist sie endgültig? Was dachten Sie denn?
Ich werde alles tun, damit Sie tatsächlich gefasst werden wegen dieser Morde. Sie haben keine Beweise. Nein, keinen einzigen. Aber ich habe Sie. Ich könnte Sie der Polizei ausliefern. Das könnten Sie. Aber wenn Sie es täten, dann würden Sie Ihren Freund Dr. Watson nie wiedersehen. Ach so, der Anruf vorhin. Richtig. Ich hätte wissen müssen, dass Sie solche Vorsichtsmaßnahmen treffen. Es wäre besser gewesen, ich hätte meinen Revolver gezogen und bei Ihrem Eintreten kurzen Prozess mit Ihnen gemacht. Und warum haben Sie es nicht getan? Ich bedauere es. Ich hätte Ihnen zuvorkommen sollen, aber wenn meinem Freund Dr. Watson etwas zustoßen sollte, dann werde ich keine Ruhe geben, bis ich Sie gefunden habe. Ich verspreche Ihnen, dass Dr. Watson diesmal nichts geschieht. Das gilt allerdings nicht für die Zukunft. Mr. Holmes, ich rate Ihnen dringend, sich mit dem Fall nicht weiter zu beschäftigen. Reden Sie keinen Unsinn. Denken Sie darüber nach. Wir sind uns früher sehr häufig begegnet. Sie hatten immer gehofft, mich zur Strecke zu bringen. Heute kann ich Ihnen sagen, das wird nicht der Fall sein. Nie. Aber sollten Sie in irgendeiner Weise dazu beitragen, mein Vorhaben zu durchkreuzen, dürften Sie kaum mehr Gelegenheit haben, Ihren Triumph auszukosten. Wir würden gemeinsam durch das Tor zur Ewigkeit gehen. Hand in Hand. Das gäbe ein reizendes Bild. Das finde ich nicht. Ihre Gesellschaft ist wenig erstrebenswert. Schnürsenkel, zwei Pence das Paar. So fest, dass man sich daran aufhängen kann. Wie oft soll ich Ihnen noch sagen, dass ich weder Ihre Schnürsenkel brauche, noch Ihre Begleitung? Schnürsenkel? Machen Sie, dass Sie wegkommen, denn sonst, mein Lieber, rufe ich die Polizei. Sie wollen keine Schnürsenkel. Schnürsenkel, Mister, haben Sie kein Mitleid? Ich bin ja schließlich ein Invalide. Gibt's was Neues über Holmes? Darauf werden Ihnen morgen früh die Zeitungen antworten. Oh, da sind Sie ja, Watson. Kommen Sie rein. So was. Ich wollte Sie gerade suchen gehen. Mich suchen? Warum? Sie dachten wohl, ich finde ihn nicht mehr nach Hause. Naja, Sie haben schon recht. Hat sich jemand einen dummen Witz mit mir gemacht. Unverschämtheit. Man hat Ihnen einen Bären aufgebunden. Allerdings. Die Nummer, die man mir genannt hat, gibt es nicht. Einen alten Mann so zum Narren zu halten. Sind Sie unterwegs jemandem begegnet? Nein, eigentlich nicht. Außer einem alten Straßenhändler, der Schnürsenkel verkaufte. Der Mann war sehr aufdringlich und wich Ihnen nicht von den Fersen. Woher wissen Sie? Und er ließ Sie erst in Ruhe, als ein anderer Kunde kam. Dieser Kunde, mein lieber Watson, war Professor Moriarty persönlich. Was? Er hat mich eben besucht. Er war hier und Sie haben ihn gehen lassen, ohne die Polizei zu verständigen. Wieso? Nun, dieser Bandit gab mir zu verstehen, dass er einen meiner Freunde als Geisel hätte. Wen? Oh, eine berühmte Persönlichkeit ist er eigentlich nicht. Ein ehemaliger Arzt, glaube ich. Ein ehemaliger Arzt? Kenne ich ihn? Ach ja, das nehme ich an. Ein gewisser Watson. Watson. Was, ich? Ich glaube schon, dass Sie es waren. Ihr Schnürsenkelverkäufer hatte die Aufgabe, Sie kurzerhand umzubringen. Je nach meinem Verhalten. Deswegen haben Sie Moriarty gehen lassen. Meinetwegen. Ich hatte keine Wahl. Was wäre ich ohne Sie, Watson? Ich finde, das ist sehr freundlich von Ihnen, aber dadurch ist er Ihnen wieder mal entwischt. Keine Sorge, nicht für lange. Ich kenne jetzt das Motiv für seine Morde. Das Einzige, was ich noch herausfinden muss, ist die Methode, die er benutzt, um seine Opfer erpressen zu können. Die Methode? Ja. Wie Moriarty sie an den Ort der Verbrechen bringt, wieso man diese Finger bei ihnen findet und wie er es erreicht, dass jeder von ihnen glaubt, ja, überzeugt ist, er hätte den Mord wirklich ausgeführt. Eigenartig. Sehr eigenartig. Hä? Eigenartig? Was denn? Das Fenster in dem unbewohnten Haus direkt gegenüber. Im ersten Stock. So, was ist damit? Es ist offen. Warum soll es nicht offen sein? Vorhin war es noch geschlossen, darauf würde ich meinen Kopf wetten. So, geht uns das etwas an? Soll es doch offen stehen. Watson, gehen Sie doch mal hinüber. Ich möchte wissen, was da los ist. Das ist Einbruch. Gegen das Gesetz. So darf man es eben nicht auslegen. Naja, jeder auf seine Weise. Lächerliche Zeitverschwendung. Mitten in der Nacht muss man sich um offenstehende Fenster kümmern. Hier, nehmen Sie die Taschenlampe. Was soll ich nehmen? Ach, welch große Ehre für einen Doktor. Dr. Watson als Nachtwächter. Hm? Und was werden Sie inzwischen machen? Ganz bequem im Sessel sitzen und ein gutes Buch. Ausgezeichnete Idee. Selbstverständlich ist auch von mir. Während ich den Nachtwächter spiele, halten Sie Lesestunde. Ich wünsche Ihnen viel Spaß. Macht Sie auch noch lustig.
dieser Holmes. Natürlich ist niemand hier. Mein Gott. Ein Gorilla. Na nur, wo kommen denn die Filme her? Du sollst wohl auf sie aufpassen, wie? Kannst du einem leid tun. Sitzt inzwischen da und liest sein Buch. Watson. Sie? Aber er hat doch eben noch auf Sie geschossen. Nein, nicht auf mich, sondern auf die Büste von Julius Caesar. Ich darf Sie darauf aufmerksam machen, dass auch in der Geschichte berühmte Männer berühmte Nasen hatten. Psst. Oh, wir werden Ärger bekommen mit Mrs. Hudson. Eine zerschlagene Scheibe, der Boden voller Glassplitter. Stehen Sie auf. Corporal Williams, 84. Regiment. Aus der Armee entlassen wegen eines chronischen Leidens. Seine Papiere sind in Ordnung. Na, Corporal? Sie scheinen in Indien gedient zu haben. In Indien? Das dachte ich mir. Sehen Sie sich ihn mal an, Watson. Dieser gelbe Teint, er nimmt schon jahrelang Chinin. Gegen Malaria. Sind Sie ein Meisterschütze? Meisterschütze? Warum haben Sie versucht, mich zu töten? Du sollst ihn umbringen. Du sollst ihn... Schluss, hören Sie auf! Lassen Sie ihn, Watson. Er spielt Theater! Nein. Wer befahl Ihnen, mich umzubringen? Sie sagte mir... Eine Sie? Sie sagte mir, ich müsste ihn treffen. Gott sei Dank haben Sie ihn nicht getroffen, Sie Mörder. Er ist kein Mörder. Hören Sie zu, Williams. Sie hat es Ihnen befohlen. Sie mussten es tun. Ist es so? Ich sollte es tun. Ich habe es, Watson. Ich hab's. Was? Die Methode, die bei diesen Morden angewendet wird. Und die wäre? Hypnose, mein lieber Dr. Watson. Hypnose. Ja, und das ist gerade das Teuflische an dem Plan. Sie wählten einen Mann, der durch seinen Aufenthalt in den Tropen sich aufs Schießen versteht. Wer sind Sie? Professor Moriarty und seine Helfershelfer. Williams hat von einer Frau gesprochen. Und Sie werden feststellen, dass sie ihn heute Abend zu sich eingeladen hatte. Ein hübsch hergerichtetes Zimmer, gedämpftes Licht, Musik. Sie wissen ja schon eine ganze Menge, Mr. Holmes. Wissen Sie auch, wie die Frau aussieht? Na, ungefähr 30, trägt oft grün, blond, strahlende Augen. Wirklich? Und die Telefonnummer? Oh. Williams wird uns Ihre Adresse schon nennen. Nehmen Sie ihn mit, Gregson. Lassen Sie niemanden in seine Nähe. Er ist unser einziger Zeuge in dieser Mordsache. Ich will nur hoffen, dass Sie recht behalten, Mr. Holmes. Stehen Sie auf, Williams. Und jetzt folgen Sie Inspektor Gregson, wohin er Sie führen wird. Kommen Sie. Moment. Rufen Sie mich an, sobald er aufgewacht ist. In Ordnung. Auf Wiedersehen. Wiedersehen. Wenn Sie glauben, dass Williams hypnotisiert wurde, dann muss man annehmen, dass Sir George Fenningen es ebenfalls war. Ah, ich bin sicher. Trinken wir jetzt Tee? Danke, wenn es nichts dazu gibt. Und warum hat man Sir George den Mord nicht selbst ausführen lassen? Sie wollten nicht, dass er gehängt wird. Nein.
Sie haben ihn lieber erpresst. Aber wer ist denn nun der eigentliche Mörder? Einer von Moriartys Leuten. Der Plan ist teuflisch und einfach zugleich. Sie töten eine Frau... Ja, aber warum noch das mit den Fingern? Das ist nicht schwer zu verstehen. Der Finger ist die einzige Verbindung zwischen dem angeblichen Täter und dem Mord. Er wacht auf, findet den Finger in seinem Anzug. Er ahnt nicht, wie er dahin gekommen ist und dass er hypnotisiert wurde. Alles, was er glaubt, ist, es wäre möglich, dass er den Mord wirklich begangen hat. In einem Augenblick geistiger Verwirrung. So denkt er. Und wenn er schließlich völlig verzweifelt ist, dann macht ihm der Erpresser die Hölle heiß, nicht? Richtig. Er behauptet, er hätte den Mord beobachtet. Und aus Angst vor einem Skandal ist das bedauernswerte Opfer eher bereit, jeden Preis zu zahlen, als sein Leben lang entehrt zu sein. Möglich wäre es schon, wenn das mit der Hypnose stimmt. Eine andere Erklärung gibt es nicht. Sie meinen, durch die Hypnose erklärt sich auch die blonde Frau in Grün, mit den strahlenden Augen, die Sie sich ausgedacht haben. Ich habe sie mir nicht ausgedacht, ich habe sie gesehen. Soll das vielleicht ein Witz sein? Diese Frau, mein lieber Watson, war in Gesellschaft von Sir George, als er das Pembroke-Haus verließ. Ich habe sie dort gesehen und ich werde sie wiedersehen. Denn Williams wird mich zu ihr führen. Darum ist es so wichtig, dass wir ihn haben. Nur er kann sie identifizieren. Hallo? Ja, Inspektor Gregson. Was? Alarmieren Sie jeden Polizisten im Distrikt. Ja, wir kommen sofort. Was ist passiert? Williams ist verschwunden. Nein, unmöglich. Kommen Sie. Ihr Taxi hatte unterwegs einen Zusammenstoß und in dem Durcheinander ist Williams verschwunden. Geflohen, nicht? Nein, entführt, damit er nichts ausplaudern kann. Sie glauben also, dass Moriarty... Natürlich, bei dem ist alles möglich. Williams. Tot. Sehen Sie? Er schreckt vor nichts zurück, dieser Lump. Oh, guten Morgen, Professor Moriarty. Ich habe Sie gar nicht kommen hören. Ich habe gerade eine neue Puppe angezogen. Eine niedliche kleine Puppe. Ist irgendetwas nicht in Ordnung mit Ihrem Finger, Professor? Es ist nur ein Splitter. Sagen Sie das nicht so leichtfertig. Auch Splitter sind gefährlich. Man kann nie vorsichtig genug sein. Warten Sie. Ich werde ihn sofort entfernen. Ich habe auch dafür die notwendigen Instrumente, um Ihnen zu helfen. Scharf genug, um damit ein Haar zu spalten. Lassen Sie mich mit Ihrem Handwerkzeug zufrieden. Das ist kein Handwerkzeug, Professor. Das sind Instrumente. Packen Sie sie weg. Na gut. Aber Sie sollten doch lieber... Ziehen Sie sich an. Holmes und Watson sind soeben losgefahren zum Mesmer Club. Zum Mesmer Club? Treffpunkt der besten Hypnotiseure von London. Glauben Sie, Holmes kennt unsere Methode? Selbst wenn er etwas ahnt... Er hat keine Beweise. Und wir werden dafür sorgen, dass er auch nie welche bekommt. Ich hoffe, Sie haben recht. Williams kam nicht mehr dazu, etwas auszuplaudern. Vergessen Sie das nicht. Was soll ich also tun? Gehen Sie in den Mesmer Club. Sprechen Sie mit Holmes und versuchen Sie, ihn herzubringen. Ist das nicht ein bisschen gefährlich? Jede Begegnung mit Holmes ist mit einem gewissen Risiko verbunden. Ein Glück jedenfalls, dass er Sie in Pembroke House nicht erkannt hat. Und... auf welche Weise soll ich Holmes dazu bringen, dass er mich begleitet? Ihn entführen? Oh nein. Holmes hat eine Schwäche. Seine fast unersättliche Neugier. Wenn Sie die wecken, folgt er Ihnen überall hin. Nutzen Sie jede erdenkliche Gelegenheit aus, die sich Ihnen bietet, Lydia. So, wenn ich bitten darf, meine Herren. Ich werde Dr. Wrong Bescheid sagen, dass ich... Danke. Das ist also der Mesmer Club. Kann einer sagen, was er will. Für mich ist Hypnose nichts weiter als Mumpitz. Sie als Arzt werden doch wissen, dass manche Mediziner ihre Ansicht darüber geändert haben. Das gebe ich zu, aber 90% der Hypnotiseure sind Betrüger der schlimmsten Sorte. Alles nur Scharlatane, die aus schwachen Charakteren Kapital schlagen. Ach, Sie sind der Leiter des Clubs, nehme ich an. Ich freue mich, Sie zu sehen, Mr. Holmes. Ich werde Sie mit Mr. Mycroft bekannt machen. Er wird Ihnen vielleicht helfen können. Er ist ein bedeutendes Mitglied unserer kleinen Gruppe von Scharlatanen und Betrügern. Ich habe nicht gewusst, dass jemand zuhört. Entschuldigen Sie. Mein Freund, Dr. Watson. Ah, sehr erfreut. Übrigens, wir sind gerade mitten in einer experimentellen Sitzung und der Moment wäre sehr günstig, wenn es Sie interessiert. Ja, sicher. Das wäre sehr instruktiv. Bitte folgen Sie mir, meine Herren.
Danke. Das würde mich auch nicht überzeugen. In Bezug auf die Patienten. Heute jedoch ist die therapeutische Bedeutung des Hypnotismus, wie wir sagen, von einigen Ärzten anerkannt. Diese meinen, die Hypnose sei eventuell bei chirurgischen Eingriffen anzuwenden, bei denen eine örtliche oder allgemeine Anästhesie nicht ratsam ist. Nicht ratsam ist, armer Narr. Für diejenigen, die später gekommen sind, möchte ich darauf hinweisen, dass sich dieses Medium bereits in Trance befindet. In diesem Zustand ist man gegen Schmerzen unempfindlich. Sogar gegen solche, die normalerweise eine wahre Tortur wären. Eine wahre Tortur? Entschuldigen Sie mich bitte. Carter, Sie befinden sich in tiefem Schlaf. Sie empfinden nichts. Ihre Arme und Ihre Hände sind ohne jede Empfindung. Mort, bitte die Nadel. Carter, geben Sie mir Ihre rechte Hand. Wie Sie sehen, hat die Nadel die Hand des Mediums völlig durchbohrt. Kein Gefühl, also kein Schmerz. Diese Unempfindlichkeit ist der einzig sichere Beweis für hypnotischen Tiefschlaf. Unsinn. Vollgestopft mit Drogen ist er. Nicht wahr? Ganz bestimmt nicht, Dr. Watson. Wachen Sie auf, Carter, wachen Sie auf. Sie fühlen sich entspannt und ausgeruht und empfinden keinerlei Schmerz. Aufwachen, los! Was ist? Wollen Sie nicht bald anfangen? Alles erledigt, Carter. Stehen Sie auf. Hier entlang, Sir. Ist das hier Ihr ganzes Publikum? Oh nein, nein, nein. Jeden Augenblick können noch mehr Gäste kommen. Mag ja interessant sein für jemanden, der daran glaubt. Ich aber, was mich betrifft, bedauere. Also Sie glauben überhaupt nicht an Hypnotismus, Dr. Watson? Ich zweifle es nicht an bei gewissen Typen, Hysterikern, schwachen Persönlichkeiten, die man schon durch eine Geste beeinflussen kann. Aber wenn es jemand ist, der einen starken Charakter hat... Sie haben ja so recht. Sie glauben es nicht, denn Sie durchschauen unsere kleinen Kunstgriffe, nicht wahr? Völlig, mein Lieber. Ganz und gar. Ganz und gar. Aber in Bezug auf die schwachen Charaktere, wie Sie sagen... Sie entschuldigen uns, Mr. Holmes. Würden Sie einmal mitkommen, Doktor? Aber ja, natürlich, mit Vergnügen. Ich möchte Ihnen demonstrieren, mit welcher Leichtigkeit wir Scharlatane Besitz ergreifen von anderen. So, setzen Sie sich, Doktor. Ich werde das jetzt in Bewegung setzen. Wunderbar ist diese Anziehungskraft. Selbstverständlich nur auf schwache Charaktere. Unaufhörlich kreisende Bewegung. Falls man überhaupt imstande ist, sie zu verfolgen. Sie, Dr. Watson, könnten stundenlang darauf sehen, ohne beeindruckt zu werden. Dennoch, langsam werden sie benommen. Wie von den weißen Strichen nachts auf der Landstraße, wenn sie am Lenkrad sitzen. Der Rhythmus ist beruhigend, unaufhörlich. Und die Straße führt weiter in die Endlosigkeit. Sie windet sich in immer gleichen Kurven. Sie folgen ihnen, fühlen sich müde, schläfrig, schläfrig und müde. Lassen Sie die Straße langsam auf sich zukommen, unentwegt. Die lange Autostraße, die Straße der Ruhe, die Straße des Schlafes. Schlafen Sie. Öffnen Sie die Augen. Stehen Sie auf. Drehen Sie sich um. Und jetzt, Dr. Watson, sind Sie auf Urlaub in Schottland. Die Umgebung ist schön, es ist herrlich warm. Sie kommen an einen Strom. Er ist nicht tief. Ah, aber es ist besser, Sie ziehen sich Schuhe und Socken aus. Krempeln Sie die Hose hoch. Nein, nein, das genügt schon. Ihr anderes Bein ist wasserdicht. Drehen Sie sich wieder. Setzen Sie sich. Wachen Sie jetzt auf.
sehen Sie, was habe ich gesagt? Bei mir klappt es nicht, wie bei jedem starken Charakter. Mit einem geht es sich so schlecht. Er möchte wissen, warum die Watson, sie ist hier. Wer? Die Frau, die Sie suchen? Ja, ich werde sie ansprechen. Vielleicht erreiche ich es, dass sie mich zu Moriarty führt. Halten Sie das für klug, Holmes? Klug vielleicht nicht, aber ich muss es riskieren. Mit diesem Moriarty ist noch eine Rechnung zu begleichen. Aber ist das nicht gefährlich, wenn Sie sie nun hypnotisieren? Wenn mein Wille schwächer ist als Ihrer, dann ist es mir recht, hypnotisiert zu werden. Ich werde mich beschweren, Doktor. Mir wurde gesagt, dieser Club sei ein Treffpunkt für wissenschaftlich interessierte Menschen. Stattdessen finde ich hier eine Gesellschaft von Spaßmachern. Aber ich muss doch bitten, Madame, ich habe es doch mit eigenen Augen gesehen. Diese Männer sollen die Kraft der Hypnose beweisen. Über solche kindlichen und albernen Tricks kann man ja nur lachen. Sehr richtig. Ich bin ganz Ihrer Meinung, Madame. Diese Vorstellung eben war wirklich deplatziert, Doktor. Ich verstehe Sie wirklich nicht, Sir. Mein Name ist Holmes, Sherlock Holmes. Zu Ihrer Verfügung, Madame. Ah, danke, Mr. Holmes. Ich fürchte, ich habe eine unangenehme Lage heraufbeschworen. Aber ich interessiere mich ernster für das Studium des Hypnotismus. Ich ebenfalls. Dann haben wir ja etwas Gemeinsames, Mr. Holmes. Vielleicht, Madame. Trinken Sie einen Cocktail mit mir in Pembroke House? Eine wunderbare Idee. Gut. Danke. Dass es hier so eine nette Bar gibt, wusste ich gar nicht. Ich bin Ihnen sehr dankbar, dass Sie mich hergeführt haben. Ich dachte, eine kleine Stärkung könnte Ihnen nicht schaden. Sie meinen, ich hätte so ausgesehen, als... Sie sahen auch da gut aus. Danke. Ich glaube, ich war eben ein bisschen unbeherrscht im Mesmer Club. Aber wissen Sie, Hypnotismus ist so etwas wie eine Religion für mich. Durch ihn kann man manchen Menschen helfen, sie heilen. Darum war ich so ärgerlich, als man ihn dort missbrauchte. Ich kenne ihn zu wenig, deshalb wollte ich mich dort etwas informieren. Sehen Sie, ich bearbeite einen Fall, mit dem ich nicht recht weiterkomme. Wie aufregend. Worum geht's denn? Um den Mord an Sir George Fennigan. Fennigan? Wer ist das? Eine bekannte Persönlichkeit. Ach, da fällt mir übrigens etwas ein. Das letzte Mal, als ich Sir George sah, war er hier in Pembroke House. Eigenartig. Ja, allerdings. Ich glaube, er saß... Ja, es stimmt, er saß genau an diesem Tisch. Zigarette? Danke. Und weiter? Eine reizende Frau saß bei ihm und er zündete ihr eine Zigarette an. Charmant. Haben Sie ihr Gesicht gesehen? Bedauerlicherweise nicht. Sie drehte mir den Rücken zu. Und damit geben Sie sich zufrieden? Tja, allerdings. Ich fürchte, ich werde langsam alt. Das würde ich nicht sagen. Wie nett von Ihnen. Trotzdem... Zum ersten Mal in meinem Leben stehe ich vor einem Fall, der mich überfordert. Ich mache nachts schon kein Auge mehr zu. Mr. Holmes, ich glaube, ich könnte Ihnen helfen. Wirklich? Ich wäre Ihnen sehr dankbar. Das amüsiert Sie? Nein, ich bin nur skeptisch. Wie wollen Sie das machen? Ich habe Hypnose schon oft als Heilmittel angewendet. Nicht aus Gewinnsucht. Ich mache es nicht beruflich. Aber ich denke doch, dass ich Ihnen helfen könnte. Wenn Sie wirklich... Ich könnte mir nichts Angenehmeres vorstellen. Gedämpftes Licht, Musik. Gehört das alles dazu? Sie müssen sich entspannen, Mr. Holmes. Ich nehme an, Sie sind ein schwieriges Medium. Deshalb habe ich an ein Hilfsmittel gedacht. Ein Medikament, das den Versuch erleichtert. Ah, eine Droge. Nein, darauf möchte ich lieber verzichten. Mir wäre es auch lieber, wenn wir so etwas nicht brauchten. Ein bekannter Spezialist auf dem Gebiet der Hypnose empfiehlt es als Hilfsmittel für schwierige Medien. Möchten Sie? Glaube ich Ihnen gern, aber ich bin nun mal gegen Beruhigungsmittel. Gut, wie Sie wünschen. Niemand zwingt Sie schließlich zu diesem Versuch. Einen Augenblick. Warten Sie. Also gut, ich hab's mir überlegt. Es ist völlig harmlos. Was ist das? Ein japanisches Schlafmittel. Manchmal nehme ich es selbst. Ich hole Ihnen Wasser. Danke. Und jetzt setzen Sie sich, Mr. Holmes. Sie spüren, dass Sie anfangen, schläfrig zu werden.
Kämpfen Sie nicht dagegen an. Entspannen Sie sich. Weil Sie jetzt auf jeden Fall schlafen wollen. Konzentrieren Sie sich und sehen Sie auf diese weiße Blume, die hier auf dem Wasser schwimmt. Überlegen Sie nicht mehr, vergessen Sie alle Ihre Sorgen. Folgen Sie der Bewegung des Wassers, die so beruhigend ist, so einschläfernd. Wasser, das uns alles vergessen lässt. Sorgen, Kummer, Probleme. Sehen Sie nur dort, wie das Licht wiedergespiegelt wird. Kleine Funken von Licht, sie bewegen sich Es ist ganz ruhig hier. Ganz ruhig. Friedlich. Sie sind bereits auf dem Wege, das zu finden, was Sie suchen. Und Sie werden sie sehr bald finden. Die Schuldigen. Wenn Sie entspannt sind. Das Wasser nähert sich Ihnen. Sehen Sie hin. Es ist tief und dunkel. Und es zieht Sie hinunter. 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 Sie schlafen. 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 Es ist soweit, Professor Moriarty. Stehen Sie auf, Mr. Holmes. Öffnen Sie die Augen. Drehen Sie sich zu mir. Sind Sie zufrieden? Holmes ist klug und ich traue ihm nicht. Vielleicht spielt er Komödie. Es gibt nur einen einzigen unfehlbaren Test für hypnotischen Tiefschlaf. Sie sind dran, Dr. Simple. Das genügt, Doktor. Seine Unempfindlichkeit gegen Schmerz ist der Beweis. Ich gratuliere Ihnen, Lydia. Drehen Sie sich um, Mr. Holmes. Gehen Sie jetzt zum Schreibtisch. Setzen Sie sich. Nehmen Sie den Federhalter, schreiben Sie, was ich Ihnen diktiere. Ich habe einen Fall übernommen, den ich nicht lösen kann. Dieses Bewusstsein meiner Unfähigkeit drückt mich nieder. Deshalb habe ich mich entschlossen, meinem Leben ein Ende zu setzen. Unterschreiben Sie. Trocknen Sie ihn auf dem Löschblatt ab. Falten Sie ihn. Stecken Sie ihn ein. Kommen Sie, Mr. Sherlock Holmes. Gehen Sie raus auf die Terrasse. Aber wird das auch wie ein Selbstmord aussehen? Natürlich. Alle Welt wird glauben, dass Mr. Holmes sich selbst umgebracht hat. Gehen wir ein Stückchen, Mr. Holmes.
Die Luft ist zu mild, hier draußen im Garten. Gehen Sie die Stufen hinauf. Sie führen zur Terrasse, von dort haben Sie eine schöne Aussicht. Jetzt drehen Sie sich nach links. Gehen Sie bis ans Ende der Terrasse. Nicht stehen bleiben, Sie müssen bis ans Ende gehen, wie Sie wissen. Am Ende finden Sie eine Tür, durch die Sie in aller Ruhe treten können, Mr. Holmes. In dem Raum, der hinter dieser Tür liegt, werden Sie das finden, was Sie suchen. Machen Sie Schluss, es ist genug. Warum? Auf diesen Augenblick habe ich lange Jahre gewartet, meine Liebe. Gehen Sie weiter, Mr. Holmes. Wenn Sie diese Tür durchschritten haben, werden Sie den Mann finden, der für diese Morde verantwortlich ist. Auch für den Tod von Sir George Fennington. Professor Moriarty. Holmes! Rühren Sie sich nicht! Was für eine herrliche Aussicht. Ich kann mich nicht daran satt sehen. Sie sehen gar nichts. Sie sind hypnotisiert. Stehen unter fremdem Willen. Ganz ruhig. Nicht bewegen. Ruhig, Holmes. Nicht rühren, hören Sie. Bleiben Sie auf dem Fleck stehen, wo Sie Unsinn, sind. Unsinn, Watson. Sie wissen nicht, was Sie tun. Nein, ob ich das weiß. Sind Sie denn nicht hypnotisiert? Natürlich nicht. Dann steigen Sie doch endlich runter, verdammt nochmal. Ach, Holmes, helfen Sie mir. Ach, was haben Sie denn da oben gemacht? Die Festung gehalten, bis Sie kamen. Ich musste lange warten. Na ja, ich hatte ziemlich viel Ärger auf dem Weg nach Scotland Yard. Zweimal bei Rot über die Kreuzung und gleich zwei Strafen. Das Glück verfolgt Sie förmlich, Mr. Holmes. Wenn man das als Glück bezeichnen kann, Professor. Ich habe nur mit meinem Mittel ausgeglichen, was mir diese reizende Dame eingegeben hatte. Sie sind wirklich sehr clever. Ich kann das Mittel nur empfehlen. Obwohl es einen bei Bewusstsein hält, macht es unempfindlich gegen Schmerz. Das ist die Erklärung für meine fehlende Reaktion bei dem Messerstich. Also, Gregson, damit ist der Fall wohl geklärt. Selbst Ihr Chefinspektor Collins hätte das nicht besser gemacht. Danke, Mr. Holmes. Bringen Sie sie weg. Also los, runter zum Wagen. Ich hatte recht, Mr. Holmes. Sie sind ein schwieriges Medium. Danke. Und jetzt, Professor, müssen wir uns leider trennen. Wir sehen uns noch einmal am Tage Ihrer Hinrichtung. Der Strick muss erst noch geflochten werden, an dem ich hängen soll. Ich werde mich darum kümmern, Mr. Holmes. Danke, Inspektor. Gehen wir. Er war ein Ungeheuer, Holmes, aber so ein furchtbares Ende. Ein besseres, als er verdiente. Worüber denken Sie nach? Ich denke an alle Frauen in London, die heute Nacht wieder ohne Sorge nach Hause gehen können. The stars keep watching the heavens. And in our own little way, we too, old friend, a privilege to watch over our city.